Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Halo Reach. Okay, wir ballen uns immer noch ein bisschen durch. So, mal gerade ein Test, ob das mit Shadowplay besser geht. Also die Testaufnahme war tatsächlich schon wesentlich runder und flüssiger. Von daher, das dürfte mir dann einiges an Zeit in der Nachbearbeitung ersparen. Wo müssen wir nochmal hin? Wir sollen, oder sollen wir nur die Benches wegballern, die hier rumstehen? Haben wir irgendwo einen Wegmarker? Nicht so wirklich, ne? Aber ja, mal gucken, was das wird. Wie gesagt, wenn das so weitergeht, dann könnte ich, glaube ich, auch Red Dead damit aufnehmen, dann sollte das alles etwas runterlaufen in Zukunft. Hier zwar noch ein bisschen was an Anzeigen, also Zeitanzeige ist halt leider nicht mit dabei, wie lange der aufnimmt. Wenn das jemand weiß, ob und wie man es einstellen kann, gerne in die Kommentare. Weil ich es tatsächlich auch jetzt zum ersten Mal nutze. Sonst hat halt Dextry und OBS eigentlich für alles funktioniert. So, wie sieht's denn aus? Wood ist irgendwie da runter schon gefahren. Fahren wir halt noch ein bisschen spazieren. Mal gucken, was der so vorhat. Oder sollen wir dich einsammeln? Hallo, ja? Bock mitzufahren? Ja, zumindest bewegt er sich jetzt nochmal. Aber hier haben wir eigentlich ja schon alles geräumt. Mir fehlen so ein bisschen die Questmarker. Vielleicht muss ich mit Wood auch einfach wieder zurückfahren. Haben wir irgendwas? Erledige die Torabwehr der Schwertbasis. Okay. Aber hier ist ja, glaube ich, dann nichts mehr. So, vielleicht fahren wir einfach mal hier entlang. Aber da ging es ja auch nicht weiter, oder? Nö, da ist auch was im Endegelände. Da ist ein Hügel. Okay, 100% mein Fehler. Marken sind gelandet. Kampf läuft. John versucht das Tor zu öffnen. Hier fehlt mir Cat gerade sehr. Typen wie dich mache ich beruflich zu stark. Sehr gut. So, das wird doch. Ich glaube, mehr können wir da nicht mehr zerstören. Ist okay. Jups, na komm. Der ist von uns. Der auch, sehe ich gerade. Okay, das tut weh. Alles klar. Guck mal. Ja, ja, das, da, die macht tatsächlich ein bisschen Schaden. Ist okay. Das sollte aber soweit passen. Schneller!
Gut, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Sechs, komm her. Die Allianz ist in der Basis. Ist okay? Ja, das sollte aber passen, denke ich. Au, au, au. Okay. Ja, auch. So, dann müssen wir uns leider wohl trennen. War eine schöne Zeit, aber auch die... Ausrichtung Landeplattform und der Garage. Zügig 6. Komm schon. Jo, geht mal zu Ende. Ja, alles klar. Ja, das kennen wir auch schon. Diese Hangar-Ding. Also, nee, wohl, könnte das nicht der gleiche sein. Feindliche Ziele. Vielleicht sind die einfach nur alle auf, gleich aufgebaut. Granaten anbietet. Ja. Nacht. Was von uns? Sorry. Was soll ich mit den anderen? Kommen die mit oder bleiben sie einfach auf dem Panzer sitzen? Alice, ich glaube, ich würde auch auf dem Panzer sitzen bleiben. Da hat jemand schweres Geschütz. Sehr gut. Es könnte sich der gleiche Dings sein. Der gleiche Hang, den wir ganz am Anfang hatten. Der Fahrstuhl geht nicht. Wir haben Glück, dass überhaupt noch was funktioniert. Okay. Nach vorn 6. Ja, ja. Ungezieferbekämpfung? Ja, so eine Runde Schild ist ja auch nicht verkehrt. Alles klar. Mein Schild könnte ich dann mal wieder aufbauen. So. Guck mal, das kann ich auch. Na, ich glaube, so viel Nahkampf. Es war ganz nett, aber... Er gehört mir. Könnte noch die Waffe nochmal holen. Aber im Moment, wie gesagt, solange ich Projektivwaffen habe, die sind mir wesentlich lieber als irgendwelche Lasergeschosse. War schon damals bei Quake und Unreal Tournament so. Schreibtisch zu Ende. Beziehungsweise Computertisch. Ist ja kein Schreibtisch. Leider. Sonst wäre da mehr Platz, denke ich. Okay. Ah, nö. Die lebt beide noch. Ah.
Ah, jetzt seid ihr auf mich aufmerksam geworden. Okay. Wenn ihr meint. So. Okay. Das haben wir, glaube ich, auch wieder aufgeladen. Sehr praktisch, sehr praktisch. Ah, Shotgun hier, ich weiß nicht. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Meldung. Was jetzt? Weiter vor, würde ich sagen. Okay. Das sieht nicht mehr so gut aus. Da wurde jetzt ordentlich gewütet. Alter, finde. Gehen Sie zu den festgelegten Koordinaten. Kryptisch. Ich weiß nicht mehr als Sie, Norbel 4. Ja, zumindest werden wir ja wieder auf mögliche Gegenwehr vorbereitet. Sie nähern sich den Koordinaten. Wir sind ganz nah. Die Rampe rauf. Nach rechts. Oh, 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 oh. Okay, macht Schaden. So, einmal zurückziehen bitte. Ja, danke schön. Was ist das mit euch? Sehr schön. Okay, hatten wir die schon mal? Ich weiß es nicht. Zum Glück können wir sie einigermaßen sehen. Vor allen Dingen, wenn halt der Schild drunter weg ist. Du schildest die, ne? Oh. Au. So, zurückziehen geht leider nicht, wenn da was im Weg steht. Sehr gut gemacht. Na gut, notfalls wären die auch noch Heildinger. Das ist schon okay. Na, einer ist zerlegt. So wie es aussieht. Ist keiner, ob der von uns war. Dann müssen wir wohl dadurch, wenn das schon so prominent angeteasert wird. Das ist es. Hier drin. Okay. Ja, alles kaputt und alles sprüht Funken. Sie kamen wohl nicht mehr raus. Oder sie wollten die Stellung halten. Sie saßen fest, sage ich. Hier ist nichts. Nicht mal Stützpfeiler. Sir, wenn wir alles hochjagen, dann lieber nicht von hier aus. Dort, Vektor prüfen. Vektor bestätigt, Commander. Wir sind genau, wo der MND uns hin. Verzeihung. Koordinaten korrigiert. Bestätigt. Korrigiert? Von einer unbekannten KI mit weit höherer Freigabe, als ich sie habe. Wir sollen 1,5 Kilometer nach Osten und 2000 Fuß nach unten. Ich hab keine Schaufel mit, Commander. Sir, wir sollten ohne KI weitermachen. Die Koordinaten sind offensichtlich Schrott und je länger wir... Was ist das dort? Der neue Kurs, Commander. Okay, weiter geht's.
Hat dein neuer KI-Kumpel noch was gesagt, Dort? Dort. Sie erwartet sie. Großartig. Verzeihen Sie die unüblichen Sicherheitsmaßnahmen, Commander, aber sie waren nötig. Dr. Halsey, laut Verlustmeldungen sind Sie... Naja, wie heißt es doch? Die Todesmeldung war übertrieben. Ich wünschte nur, das träfe auch auf den Rest des Noble-Teams zu. Wir auch, Ma'am. Sie werden sicher gern hören, dass das Datenmodul, das Noble 2 in Wiesegrad fand, genau enthält, was mein Forscher versprochen hat. Eine Schlüsselentdeckung. Die Geheimnisse dieser Ausgrabung sind endlich aufgedeckt. Ich verstehe nicht ganz. Ihr Befehl war nur ein Vorwand, um sie herzubringen. Er ist aufgehoben. Noble Team, Sie sollen diese Daten an einen sicheren Ort bringen. Doktor, wir sollen alle sensiblen Daten zerstören. Darum werden sich andere kümmern. Diese neue Anweisung muss ich bestätigen lassen. Colonel Holland wird gebrieft. Sie gehören jetzt zum MND. Dies ist ein Artefakt unbekannter Herkunft, weder menschlich noch von der Allianz. Es geht über unser Verstehen hinaus. Bis jetzt. Dank Noble 2 sind die Daten fast vollständig entschlüsselt. Was wir hier auch tun, wir sollten uns beeilen. Halten Sie Ihre Daten bereit, Ma'am. Wir kommen. Sie sind noch nicht ganz entschlüsselt. Sie verstehen wohl nicht. Die Zeit wird knapp. Wenn wir es nicht gleich mitnehmen können, wird es vergraben. Diese Daten sind die beste Überlebenschance für die Menschheit. Commander, Sie fragen sich, wofür Ihre Spartans gestorben sind? Hierfür. Bitte schlagen Sie möglichst viel Zeit raus. Suchen wir Halseys Labor. Los! Commander, die Geschütze sind bereits in Verteidigungsposition. Der MND erwartet Besuch. Den bekommt er auch. Doktor, der Feind nähert sich. Spartans, die Allianz darf keinesfalls in mein Labor gelangen. Verstanden. Okay. Dr. Halsey Zeit. Noble Team, schalten Sie die 4 Abwehrgeschütze für die Verteidigung des Labors ein. Und zwar schnell. Nehmen die Geschütze zu viel Schaden, setzen sie zum Wiederaufladen aus und müssen dann reaktiviert werden. Noble 6, aktiviere das Geschütz, um Grenzen abzustecken. Alles klar. Das sind wahrscheinlich dann die Geschütze. So, bitte mein Geschütz in Ruhe lassen. Ich brauche mehr Zeit. Tun Sie, was nötig ist. Alles klar. Gut, Geschütz sind online. Wahrscheinlich muss dann immer mal wieder einer raus und die Dinger reparieren. Gibt's hier Sniper? Wenn alles, was wir jetzt hier schon mal ausschalten können, ist ja nicht verkehrt, ne? Ich frage mich, warum das mit dem Haarschaffen mal zurückgesetzt wird. Aber gut. Oh, B hat ein bisschen Probleme. Können wir das reparieren? Dann können wir Barry rausfahren. Wo ist denn B da? Oh,
Nö. Scheinbar nicht. Okay, dann musst du es halt auch durchhalten. Ich muss da auch mal durchhalten. Aua, 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 viele Schmerzen. Bin gleich tot, bin gleich tot, bin gleich tot. Bin tot. Fast. Gut, dann können wir hier mal einen Punkt setzen. Und das nächste Mal hier weiter versuchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.